Liebe Zuschauer, China hat ja in diesem Jahr an News einiges geboten. In den letzten Jahren war es ja immer eher so, dass man sagte, das ist ein wirtschaftlicher Selbstläufer. Viele Unternehmen, auch deutsche Unternehmen, hatten sich darauf eingerichtet, erwirtschaften bis zu 30% ihres Umsatzes im Reich der Mitte. Das einzige Ärgernis war für viele Investoren, für viele im Rest der Welt sozusagen, nur die Währung, der Yuan. Aber das hat sich vielleicht auch geändert. Damit herzlich willkommen zu unserem Aus- und Rückblick auf die chinesische Währung. Das alles mache ich mit Andreas Paczorek von CMC Markets. Schönen guten Tag, Herr Paczorek. Guten Morgen, Frau Erhardt. Herr Paczorek, der Yuan, und das ist vielleicht eine der Überraschungen des Jahres, ist nun eine der Reservewährungen in der Welt. Was bedeutet das für China? Was bedeutet das für den Yuan? Für China zunächst einen Prestigegewinn, den sie sich erhofft hat, schon seit langem. Sie hat auf diesen Moment hingearbeitet, hat den Yuan auch eine ganze Weile oder über all die Jahre stabilisiert. Über die letzten Jahre haben wir eine starke Aufwertung des Yuan gesehen, zusammen mit dem US-Dollar, da der Yuan ja an den US-Dollar gekoppelt worden ist. Nun haben wir allerdings eine Änderung, auf die wir später auch gerne eingehen können. Wir hatten diese Situation, dass eben dieser Anstieg des Yuan allerdings für China auch Probleme mit sich brachte, wie beispielsweise Schwierigkeiten für die Exportindustrie auf den Weltmärkten. Insgesamt allerdings kann man sagen, dass der Status einer Reservewährung des Yuan für den Yuan einen potenziellen Kapitalzufluss generieren könnte über die nächsten 5 Jahre von 500 Milliarden bis zu 1 Billion, so weit reichen die Schätzungen, US-Dollar. Und das könnte eben den Yuan stabilisieren und auch eben diese Kapitalabflüsse etwas abbremsen, potenziell. Nun hatten wir diese Kapitalabfluss allein in diesem Jahr auf Rekordniveau. Das waren ja schon 500 Milliarden Dollar. Nun sagen viele Analysten, das könnte sich fortschreiben aufgrund der Dollarstärke. Und nun mit der jüngsten Zinserhöhung, der ersten der Fed seit ungefähr 9 Jahren, ist das ja fast schon gesetzt, oder? Es stellt ein Problem für die chinesische Regierung dar. Einerseits war abzusehen, dass die chinesische Regierung, sobald sie den Yuan in den Status einer Reservewährung gehoben sieht, dann diesen wieder abwerten lassen könnte, graduell, um der Exportindustrie unter die Arme zu greifen. Nun allerdings ist das Risiko hoch, dass eben mit diesen steigenden Zinsen im US-Dollar-Raum die Nachfrage nach US-Dollar steigt, diese Kapitalabflüsse zunehmen und gleichzeitig die chinesische Wirtschaft in der Situation steht, dass sie eigentlich eine Leitzinssenkung benötigt, um den Markt zu stabilisieren. Gleichzeitig haben wir das Problem, dass mehr Gelder abfließen könnten, die dann auch auf dem Immobiliensektor lasten. Und das ist ja eine große Unwägbarkeit in der chinesischen Volkswirtschaft. Das heißt, sie wird jetzt genau abwägen müssen, wie stark sie den Yuan wird abwerten lassen, um da jetzt auch keine zu starke Dynamik einbringen zu lassen, denn sollten die Kapitalanleger merken, dass hier eine sehr, sehr rapide Abwertung vorangeht, dann würden sie ihre Gelder dann auch umso schneller wieder abziehen. Aber die chinesische Zentralbank hat bereits erklärt, dass sie einen unbegrenzten Kapitalabfluss dann doch schon einen Riegel vorsetzen würde, auch durch Interventionen. Also China greift da immer wieder ein. Nun will China künftig nicht mehr den Dollar als Referenz für den Außenwert des Yuan nehmen, sondern einen Korb aus 13 Währungen, wo der Dollar nur noch ein Viertel ungefähr an Wert hat, beziehungsweise an Gewicht hat. So. Was bedeutet diese Entscheidung? Die chinesische Regierung hat bereits antizipiert, dass die US-Notenbank die Zinsen anheben wird oder eben nun auch getan hat. Damit dürfte einhergehen eine weitere Stärke des US-Dollar. Bisher hat sie den Yuan an den US-Dollar gekoppelt und damit lief sie Gefahr, dass sie eben weiterhin den starken Yuan für die Exportindustrie eben vorliegen hat. Das ist ein kleines Problem und möchte gleichzeitig allerdings auch nicht dem Kapitalmarkt signalisieren, dass sie hier eine Abwertung vornimmt. Sie möchte das ein wenig kaschieren in gewisser Weise und dadurch koppelt sie den Yuan an einen Währungskorb aus 13 Währungen, in dem auch viele schwächere Währungen enthalten sind. Und dadurch
wertet der Yuan, sagen wir mal, entspannt ab, ohne da größere Kursturbulenzen oder eben Sorgen im Kapitalmarkt zu verursachen. Also wäre es so, wenn eine weitere Abwertung des Yuan in die Gänge kommt, dass die Kapitalmärkte das vielleicht sogar schon antizipiert haben und auch relativ moderat darauf reagieren könnten? Im Moment ja. Es wird sich natürlich zeigen, wie stark diese Abwertung voranschreitet. Wir hatten gestern das Problem bei der FED-Sitzung, dass eben die FED rhetorisch sich dovish dargestellt hat, allerdings bei der Zinsprojektion, also wo die Zinsen in den USA Ende 2016 stehen könnten, kaum ihren Standpunkt abgeändert hat. Und eine Zinsanhebung ist immer hawkisch. Die Marktteilnehmer hatten erhofft, dass es eigentlich von dieser Seite aus etwas dovisher aussehen würde und ist damit ein Tacken hawkischer ausgefallen als erwartet. Und das könnte den US-Dollar weiterhin aufwärts Trieb geben und damit eben dann auch wieder Druck auf die chinesische Regierung ausüben, den Yuan umso stärker abwerten zu lassen oder umso schneller eben diesen neuen Währungskorb zu implementieren und hier die Yuan-Stärke etwas abzumildern. Wie schnell, wie stark muss China denn da jetzt reagieren? Wir hatten jetzt zum Jahresende 2015 Konjunkturdaten, die schon eine leichte Erholung andeuteten, eine bessere Industrieproduktion, höhere Einzelhandelsumsätze, also auch keine C-Daten, um es mal so zu nennen, sondern wichtige Wirtschaftsdaten. Nichtsdestotrotz ist das Wirtschaftswachstum nicht so, wie es die Kapitalmärkte, wie es Investoren, wie es der Rest der Welt erhofft hatte. Ja, also der Einzelhandel ist tatsächlich ein Lichtpunkt in der chinesischen Wirtschaft. Wir sehen weiterhin fallende Rohstoffpreise und das stellt auch ein Problem für China dar. Beispielsweise hat man gesehen, dass insbesondere der Einbruch bei den Industriegewinnen zuletzt zu einem großen Teil eben aus diesem Rohstoffsegment kam und hier wurden erhebliche Überkapazitäten aufgebaut und mit den weiter fallenden Rohstoffpreisen hat diese Branche dann wirklich einen erheblichen Gegenwind in China und da wird man sehen, wie diese Industrie sich halten wird können, eben bei weiter fallenden Rohstoffpreisen und wir sind hier offensichtlich in einem Bärenmarkt und der dauert bisher nur 5 Jahre an und der kürzeste Bärenmarkt im Rohstoffsegment über die letzten 200 Jahre, der dauerte 13 Jahre, also hier haben wir noch erheblich Gegenwind. China, den Yuan als Reservewährung, wird sich das Land damit zufrieden geben? Da stehen ja immer so Begriffe im Raum, dass sie eine Weltwährung anstreben. Auf der anderen Seite muss die Währung eigentlich abwerten. Auf der anderen Seite ist die Konjunktur vergleichsweise schwach. Aber wird sich China mit einer Reservewährung zufrieden geben? Das ist schon auch das Ziel gewesen. Allerdings stellt sich auch natürlich die Frage, wie stark die Konkurrenz beziehungsweise wie stark dieser Status gegenüber dem US-Dollar steigen kann. Das ist ja das Ziel, auch den Yuan noch gewichtiger in der Weltwirtschaft erscheinen zu lassen. Aber das kann China nicht alleine beeinflussen. Da spielen auch die Marktteilnehmer eine Rolle, beziehungsweise der globale Handel im Yuan und auch die Nachfrage nach dem Yuan. Und da muss die chinesische Zentralbank dann auch eine Gratwanderung gehen, eben das Interesse im Yuan aufrechtzuerhalten, also diesen auch nicht zu stark abwerten zu lassen, gleichzeitig allerdings auch die eigene Industrie zu schützen und auf den Weltmärkten Wettbewerbsfähigkeit zu schaffen. Das heißt, es ist nicht einfach und durch diese Unsicherheit auch und durch diese Schwierigkeit dieses Weges wird die chinesische der Yuan, meine ich natürlich, so schnell nicht den US-Dollar vermutlich als Leitwährung ablösen können. Herr Paczurek, vielen Dank. Sehr gerne. Liebe Zuschauer, der chinesische Yuan ist jetzt eine der weltweiten Reservewährungen. Soweit die gute Nachricht. Und dass der Yuan aber den Dollar als stärkste Währung ablöst, das ist zumindest noch nicht in Sicht. Und wenn es so wäre, dann würden Sie es hier in der Aktionär TV erfahren.